Nach einem für die japanische Autoindustrie nicht gerade leichten Jahr zeigt man auf der Tokyo Motor Show 2011 wieder Präsenz. Alle einheimischen Hersteller sind mit dabei. Und nicht nur die, sondern auch viele europäische Konzerne, wie zum Beispiel Audi. Wir haben ja hier einiges mitgebracht nach Tokio. Einmal unsere Q5 und A6 Hybriden, dann den neuen Q3, aber ganz besonders natürlich die Weltpremiere unseres Audi A1 Sportback. Ein perfektes Auto, gerade für Tokio, für die Metropole. Mit dem A1 Sportback erweitert der süddeutsche Hersteller das Portfolio seines kleinsten. 4 Türen, eine große Heckklappe und eine etwas andere Linienführung im Dachbereich. Der neue soll und kann neue Kunden nicht nur in Europa, sondern auch weltweit und vor allem in Japan interessieren. Wir glauben schon, dass wir mit dem A1 eine ganz gute Waffe haben. Gerade junge Menschen hier, sehr, sehr hippe Leute, die sich einfach technologiemäßig aufstellen, orientieren, dass wir die erreichen werden. Dass Audi seinen neuen Kleinen gerade hier in Tokio zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit zeigt, hat seinen Grund. Der japanische Markt ist bei uns einer der Top 10 Märkte. Wir haben hier ambitionierte Wachstumsziele. Wir werden in diesem Jahr etwa 20.000 Einheiten verkaufen und haben uns vorgenommen, in den Folgejahren in Richtung 40.000 Einheiten uns hochzuroppen. Also durchaus in Größenordnungen einiger europäischer Märkte. Als Antrieb stehen 3 TFSI Benziner und 3 TDI bereit. Ihre Leistungsspanne reicht von 86 bis 185 PS. Optional kann für einige Motoren das schnell schaltende 7-Gang S-Tronic-Getriebe geordert werden. Der Audi A1 Sportback startet zu erschwinglichen Preisen. Den Benziner mit dem 1,2 TFSI Motor mit 86 PS gibt es ab 16.950 Euro. Für den kleinsten Diesel, den 1,6 TDI mit 90 PS, muss man mindestens 19.050 Euro auf den Tisch legen.